die Zukunft der wissenschaftlichen Buchbesprechung. Ich hätte ihn auch anders nennen können, beispielsweise Web 1.5 oder ist der Historiker bereit für innovatives Rezensieren? Was es mit dem 1.5 auf sich hat, dazu komme ich noch. Der geschichtswissenschaftliche Buchmarkt bleibt ja hinsichtlich seiner Bewertungsinstrumente bislang auffällig traditionell. Die klassische Rezension hat den Sprung ins Netz zwar schon früh geschafft, Online-Rezensionsjournale erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Denken Sie zum Beispiel an die Sehepunkte, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiern, was ja schon fast ein fossiles Alter ist im Bereich des E-Publishing-Bereichs und die aus dem deutschen geschichtswissenschaftlichen Rezensionsmarkt eigentlich kaum mehr wegzudenken sind. Eine Rezension, die in einem Online-Magazin erscheint, spart ein wenig Zeit ganz am Ende des Publikationsprozesses, also beim Druck, bei der Auslieferung, beim Anschaffungsprozess in der Bibliothek, der quasi hinfällig wird. Dennoch bleibt sie ihrem Charakter nach eine Übertragung des Gewohnten, in Klammern der gedruckten Rezension, in ein neues Medium, in Klammern ins Internet. Statt gedruckt zu werden, erscheint sie im HTML-Format. Was sie dabei nicht nutzt, ist das eigentliche Potenzial des Internets. Wenn man Potenzial des Internets sagt, dann klingt das oft sehr floskelhaft und so eine Phrase muss im Einzelfall sicherlich geprüft werden, gerade im Fall von Rezensionen, die ja aber nichts anderes sind als ein Kommunikationsinstrument, um sich über Gehalt und Wert neuer Schriften auszutauschen, ist dieses Potenzial aber sehr klar benennbar. Welcher Ort, das haben die letzten Jahre und der unglaubliche Boom der sozialen Netzwerke gezeigt, welcher Ort wäre geeigneter, um Kommunikation zu erleichtern über neue Publikationen? Besteht nicht einer der Nachteile bisherigen Rezensierens in der Einseitigkeit der Stellungnahme, also ein Rezensent spricht und urteilt? Und wenn es einen Austausch gibt, den gibt es ja durchaus, zum Beispiel die Replik des besprochenen Autors, besteht dann nicht ein gravierender Nachteil in der Schwerfälligkeit, in der Langsamkeit der Kommunikation, dem Nicht-Nebeneinander von Rede und Antwort, etwa durch die Verteilung dieses Austauschs auf mehrere Ausgaben einer Zeitschrift, wie das in der Vergangenheit war, oder im schlechtesten Fall sogar auf unterschiedliche Organe, also auf unterschiedliche Zeitschriften. Potenzialnutzung des Internets in Bezug auf Rezensionen, das hieße dann eben auch die Einbeziehung der Entwicklung weg vom ergebnisorientierten Charakter des Textgenres Rezension hin zum prozessualen Charakter gemeinschaftlichen Arbeitens. Eine Entwicklung, die, das haben wir jetzt zu Genüge gehört, das Netz prägt, um nicht zu sagen, die der Ursprungsgedanke des Internets war, kollaboratives, verteiltes wissenschaftliches Arbeiten. Elemente des Web 2.0, Mechanismen, wie sie auf dem kommerziellen Buchmarkt seit Jahren etabliert sind, das Stichwort Amazon ist noch gar nicht gefallen, existieren im wissenschaftlichen Bereich bisher kaum. Und das, obwohl an den geschilderten Entwicklungen, etwa der wachsenden Bedeutung prozessorientierten Arbeitens, nicht nur in der Natur, sondern zunehmend auch in den Geisteswissenschaften, niemand mehr ernsthaft zweifelt. Dieser Prozess schlägt sich ja bereits in äußeren Forschungsstrukturen nieder. Wenn man sich nach den Gründen fragt, wird es diffuser, denn stärker als in den Naturwissenschaften wird in den Geisteswissenschaften mit Begriffen wie Web 2.0, Crowdsourcing, Wisdom of the Crowds ein Qualitätsverfall befürchtet. Ja, das Wort Crowd allein steht bereits oft für Unwissenschaftlichkeit. Dass es eine wissenschaftliche Crowd gibt, gerade in den Geschichtswissenschaften auch ein in Spezialfragen durchaus ernstzunehmendes, interessiertes Laientum, wir haben das vorhin im Zusammenhang mit der Normandie gehört, dass die wissenschaftliche Crowd auch in dem Moment ihren Mehrwert geltend machen kann, wo sie international wird, das wird oft außer Acht gelassen. Internationalität, ein Aspekt, den ich eben noch nicht erwähnt habe, der aber noch einmal das Potenzial des Internets im Vergleich zum traditionellen Rezensionsorgan unterstreicht. Denn bisher bleibt der Blick auf Neuerscheinungen geschichtswissenschaftlicher Literatur häufig sehr stark auf den nationalen Radius beschränkt, auch bei den Online-Journalen. Generationswechsel wäre ein weiteres Stichwort bei der Frage nach den Gründen des beschriebenen Status quo. Die Praxis an den Universitäten zeigt immer deutlicher, dass gerade die Generation der Nachwuchswissenschaftler, erst recht die Generation der Studierenden,
sich in ihrer Rezeption der, ich nenne es mal, aktuellen Bewegungen der Wissenschaftslandschaft und meine damit Tagungsankündigungen, Tagungsberichte, aber eben auch Buchrezensionen, dass also gerade die Nachwuchswissenschaftler sich zunehmend auf das beschränken, was ergoogelbar ist. Der Griff zur Traditionszeitschrift im Regal der Bibliothek zu festgelegten Erscheinungszeitpunkt im Laufe eines Jahres, dieser Gang war ja früher quasi ein ungeschriebenes Gesetz, der wird, wenn man es vorsichtig ausdrückt, seltener. Wie kann nun aber Abhilfe geschaffen und das Potenzial des Internets für Rezensionen genutzt werden? Indem man neue Instrumente erprobt. Wir haben das im letzten Vortrag auch schon gehört. Instrumente, und dann fasse ich nochmal das Gesagte zusammen, die einen flexiblen, einen partikularen und insbesondere auch einen internationalen Austausch über Neuerscheinungen möglich machen und dabei weder die Qualitätskontrolle noch diese Generationsfrage außer Acht lassen. Sie ahnen schon, und wir haben es eigentlich auch schon angekündigt bekommen, dass ich jetzt einen Hasen aus dem Hut zaubere, indem ich Ihnen ein Fallbeispiel schildere, das hier am Haus in Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Institut für Europäische Geschichte in Mainz als gemeinschaftliches DFG-Projekt erarbeitet wurde. Rezensionet, Rezensionsplattform für die europäische Geschichtswissenschaft. Die Plattform ist Anfang des Jahres online gegangen und sie basiert prinzipiell auf zwei Grundideen. Wir sprechen auch häufig von zwei Säulen, auf denen das Projekt sattelt. Die traditionelles und innovatives Rezensieren auf einer Plattform zusammenführen. Die erste, die traditionell orientierte Säule, verbirgt sich hinter dem Hauptlink Rezensionen. Hier fungiert Rezensionet als eine Art Open Access Aggregator für klassische Rezensionen, also als Dienstleister für Zeitschriften, die Rezensionen publizieren. Diese Fachzeitschriften, egal ob sie online oder print erscheinen, kooperieren mit Rezensionet und stellen ihre Rezensionen zusätzlich über die Plattform zur Verfügung. Als Druck-PDF-Datei, die das gewohnte Erscheinungsbild einer Zeitschrift erhält, als HTML-Text, mit oder ohne einer kurzen Embargo-Frist, da richtet sich Rezensionet ganz nach den Wünschen und auch den Notwendigkeiten, denen die Redaktionen und Verlage unterworfen sind. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz den Weg, wenn Sie auf eine Rezension klicken. Hier sehen Sie, wenn Sie auf den Link Rezensionen klicken, die Liste aller teilnehmenden Zeitschriften. Wenn Sie sich eine Zeitschrift auswählen, ich habe hier das Archiv für Sozialgeschichte gewählt, dann kommen Sie auf eine kurze Präsentationsseite. Weiter unten im Bild sehen Sie die neuesten Rezensionen, die online gestellt sind. Wenn Sie dort eine auswählen, kommen Sie auf die Objektseite einer Rezension, die Sie dann als Image-Vorschau, das ist auf der linken Seite, öffnen können oder sich als PDF downloaden können. Alle Inhalte der Rezensionsplattform stehen im Open Access und im Volltext direkt auf der Plattform zur Verfügung, sodass natürlich eine Volltextsuche die Auffindbarkeit der Rezensionen optimiert. Dazu trägt dann auch bei, dass alle Rezensionen mit ausführlichen Metadaten versehen sind. Das habe ich Ihnen hier markiert, die auch thematische Klassifikationen und Schlagwörter umfassen. Aus diesen Vorteilen hinsichtlich der Findbarkeit, der Erschließung und der Bündelung von Rezensionen auf internationaler Ebene erklärt sich das Interesse der Redaktionen mitzumachen. Denn gerade kleinere Fachzeitschriften könnten diese immer drängenderen Fragen für die Auffindbarkeit im Netz, wie auch jene der Langzeitarchivierung, die gestern schon kurz angeklungen ist, kaum aus eigener Kraft leisten. Rechneten wir zu Anfang der Konzeption des Projekts noch ganz bescheiden damit, mit ungefähr 5 kooperierenden Zeitschriften zu starten, waren es zum Online-Gang im Januar schon 18. Heute sind es 24 mit rund 2.500 verfügbaren Rezensionen im Augenblick. Die Liste zeige ich Ihnen hier. Natürlich nicht die Liste der 2.500 Rezensionen, sondern der 24 kooperierenden Zeitschriften. Rezensionet dient hier ganz klar als ein Tool zur Zusammenführung und zur Orientierung auf dem wirklich immer unübersichtlicheren Markt von Online- und Print-Rezensionsorganen. Jetzt aber zur Säule 2 und damit zur Abteilung Innovatives Rezensieren. Hier ist die Startseite nochmal, genau mit gleich der Markierung auf Präsentationen, denn der Hauptlink Präsentationen führt Sie in diesen Bereich, der letztlich einen großen Schritt in Richtung des sogenannten Web 2.0 vornimmt. Autoren können auf Rezensionet
Präsentationen Ihrer bereits publizierten Schriften einstellen. Wobei es sich, ich glaube, dass es selbstverständlich nicht um ein ausschweifendes Selbstlob handeln soll, sondern eher um eine knappe Präsentation der Kernthesen innerhalb eines durch ein Formular vorgegebenen recht strengen Rahmens. So, dieses Formular zeige ich Ihnen kurz. Und wenn Sie das Formular als Autor ausgefüllt haben, kommt am Ende beispielsweise so etwas raus. Der nächste Schritt ist dann der, dass andere Plattformnutzer, nämlich in der Regel auch Wissenschaftler, das ist ja gerade eines der Kennzeichen des Rezensionsmarkts, Rezensionsschreiber und Rezensierte sind ein und dieselbe Gruppe, Nutzer also sollen im nächsten Schritt um diese Präsentationen herum Kommentare verfassen. Wenn Sie weiter nach unten scrollen, auf so einer Präsentationsseite kommen Sie zu diesem Kommentarfeld. Ein Kommentar muss eben nicht eine vollständige Rezension eines ganzen Werks sein, wie das bisher bei Rezensionen immer der Fall war, sondern kann auch eine Stellungnahme zu einem Einzelaspekt sein. Damit wird einerseits die wachsende Hemmschwelle gesenkt, überhaupt rezensierend tätig zu werden. Diese wachsende Hemmschwelle gibt es angesichts der wachsenden Arbeitsbelastung im universitären Alltag. Das erleben die Rezensionszeitschriften immer stärker. Zugleich wird aber auch, so denken wir, der Blick über Fachgrenzen hinweg erleichtert durch die Möglichkeit zum partikularen Kommentieren von Spezialaspekten. Auch noch wichtig zu erwähnen, Autoren können nicht nur Monographien, sondern auch Aufsätze präsentieren, die sie in Sammelbänden oder Zeitschriften publiziert haben. Darüber hinaus können auch Internetressourcen für Historiker präsentiert und kommentiert werden, also beispielsweise Datenbanken, beispielsweise Blogs oder Bibliografien und so weiter. Dieser zweite Fuß der Plattform wird Zeit zum Anlaufen brauchen, das ist uns völlig klar. Um dieses Anlaufen zu erleichtern, wird der Autor im Formular seiner Präsentation um die Angabe von Bezugsautoren gebeten. Ich mache Ihnen hier mal einen Pfeil an die Bezugsautoren in den Metadaten, wie sie dann erscheinen. Bezugsautoren sind Kollegen, mit deren Thesen sich der Autor in der Schrift beschäftigt hat, bei der Ausarbeitung der Schrift. Nach der Publikation einer Präsentation werden diese Bezugsautoren von Rezensionet auf die Existenz der Publikation hingewiesen, auf die Existenz der Präsentation auf Rezensionet und natürlich auf die Möglichkeit, direkt auf der Plattform per Kommentar zu antworten. Im Idealfall wäre das Ergebnis eine lebendige Rezension. Rezensionet ist jetzt ein knappes halbes Jahr online. Der Erfolg der Säule 1 des klassischen Ansatzes also hat im Prinzip all unsere Erwartungen übertroffen. Hinsichtlich der innovativen Säule fällt die erste Bilanz allerdings erwartungsgemäß aus. Die Kommentarfunktion wird bislang selten benutzt. Das sage ich jetzt im ersten Schritt ohne Enttäuschung, denn wir verlangen im Prinzip zwei völlig neue Dinge auf einmal vom Wissenschaftler. Seine eigene Schrift einem potenziell weltweiten Publikum vorzustellen, das selbst zu tun natürlich, zugleich andere Präsentationen qualifiziert zu kommentieren, unaufgefordert, das ist sicherlich auch ein Grund, und parallel natürlich zum bestehenden klassischen Rezensionswesen. Das heißt, im ersten Schritt ist dieser Ansatz erstmal ein zusätzlicher Aufwand. Eine Akzeptanz und Etablierung dieser neuen Form des Rezensierens wird sich über einen langen Zeitraum vollziehen müssen. Da sehen wir es umgekehrt als gutes Vorzeichen, dass schon jetzt, kurze Zeit nach dem Start, stetig Präsentationen eingestellt werden und durchaus auch aus internationalem Umfeld. Was die Frage der Sprachen betrifft, alle Seiten, die ich Ihnen gezeigt habe, können Sie auch auf Französisch oder Englisch bereisen. Rezensionet hat eine vollständig dreisprachige Navigation. Die klassischen Rezensionen erscheinen in der Sprache ihrer Erstpublikation, das ist ganz klar. Jetzt schon bis hin zu Finnisch und Russisch auf der Plattform. Wer präsentiert und kommentiert, kann dies prinzipiell in seiner eigenen Sprache tun. Also alle europäischen Sprachen werden im Formular und beim Kommentieren angeboten und zugelassen. Nun bin ich Ihnen zum Schluss noch eine Erklärung für das Web 1.5 schuldig. Der Ausdruck wurde von der Süddeutschen Zeitung geprägt in einem Bericht über den Online-Gang von Rezensionet, denn eingehende Präsentationen und Kommentare werden durch die Plattformmitarbeiter geprüft, bevor sie online gehen. Das ist ein Prozedere, das natürlich der in Anführungszeichen reinen Lehre des Web 2.0 widerspricht, und damit komme ich auf eine Frage zurück, die im Tagungsprogramm formuliert ist, nämlich wie sozial sind die neuen wissenschaftlichen Netzwerke,
und wie regulieren Sie sich derzeit selbst? Der Gedanke Web 2.0 lebt vom Gedanken der Selbstregulation. Also 10 positive Kommentare relativieren selbstverständlich einen möglicherweise unberechtigten negativen Kommentar. Voraussetzung für das Funktionieren dieses Mechanismus ist natürlich die Größe des Netzwerks und die Frequenz der Kommentare. Und beides ist zu Beginn einer neuen Plattform, erst recht einer spezialisierten wissenschaftlichen Plattform wie Rezensionet, das ist nicht gegeben. Und solange das so ist, halten wir zur Sicherung des wissenschaftlichen Standards an der Kontrollinstanz fest, schlichtweg um Missbrauch zu vermeiden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil, wie erwähnt, gerade unter Geisteswissenschaftlern die Furcht vor Qualitätsverlust und Verfall von Umgangsformen durchaus real ist und durchaus auch abhalten kann vor Mitmachen. Interessant womöglich das Detail, dass wir als Kontrollinstanz bisher kaum zum Einsatz kamen und wenn dann lediglich inhaltlich, wenn Präsentationen zu wenig ausgereift eingereicht wurden, Pöbeleien gab es bislang nicht, was natürlich auch Hand in Hand damit geht, dass bislang die Kommentarfunktion nicht üppig genutzt wird. Mein Schlusssatz ist eher ein Aufruf, erstens eine Einladung an Fachzeitschriften zur Kooperation auf der Säule 1 von Rezensionet. Ein Aufruf weiterhin, als Sie natürlich als Wissenschaftler zu präsentieren und zu kommentieren auf Rezensio und ein Aufruf an alle Social Networker, Rezensionet auf Facebook und Twitter zu folgen. Sie können auch ganz altmodisch unseren monatlichen Newsletter abonnieren, Sie sehen das in dem Post-it. Oder ganz innovativ, wobei innovativ ist es inzwischen auch nicht mehr, ein RSS-Feed. Aber Sie sehen, dass diese generationsübergreifende Idee sich bis ins Detail zieht. Ich hoffe das zumindest. Vielen Dank.